Der erste, der kackt beinahe in der Dusche ab. Der zweite schiebt einen Krampf und beißt sich seine halbe Zunge ab. Der dritte schwört, dass er und Saddam Hussein mal Kumpels war. Und dass mein Kopf perfekt in seinen Rucksack passt. Real Talk. Und keiner von denen will sich abends was zu essen holen. Sie warten an der Rezeption auf Tavo oder Methadon. Okay, jetzt haben ja manche irgendwie gedacht, dass das neue Signing Play wäre, oder? Play 69. Ach so, aber unter einem anderen Namen. Vielleicht ist er das jetzt. Wenn, dann hate ich den natürlich grundlos, weil er mich damals nicht gefeiert hat mit meinem 1000 Song. War natürlich nur ein Späßle gemacht. Sabimra featuring Bojan, Alter, rein in die Olga, bin ich gespannt. Samra habe ich, ey komm, ich kann da wirklich nicht jedes Mal das gleiche sagen, ich sag's trotzdem, aber Samra hat immer das Potenzial, mich aus dem Sessel zu holen, Digga. Vom Hocker zu hauen wie ein Kneipenschläger, rein da. Sie kannten meinen Namen landesweit, Geld kam und ging die ganze Zeit. Das ist doch Play, oder? Das ist doch Play, oder? Aber wann der Hype? Aus ihren Augen spricht der blanke Neid, ich bin schon lang. Okay, alles klar, ist Play. Bojan. Und jetzt kann ich mich auch irgendwie dunkel dran erinnern, dass er doch an diese Story, dass er seine Karriere beendet. So, das ist jetzt quasi die Pointe davon, oder was? Okay. Fängt auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz nice an. Ich mag das. Ich mag Rapper, die, obwohl sie nicht auf Trumps rappen, schon so einen gewissen Kopfnick-Flavor erzeugen können. Und das schafft er direkt halt so. Sie kannten meinen Namen landesweit, Geld kam und ging die ganze Zeit, aber wann der Hype? Sie kannten meinen Namen landesweit, Geld kam und ging die ganze Zeit, aber wann der Hype? Aus ihren Augen spricht der blanke Neid, ich bin schon lang bereit, doch Gott entschied, jetzt ist es an der Zeit. Alhamdulillah. Nice, auch dieser Cut, das finde ich auch nice. Das ist ein bisschen wie bei meinem This Way-Video, da sitze ich ja auch am Piano und gleichzeitig stehe ich da und rappe. Dankbarkeit, jedes Album Handarbeit, es lief nicht allzu gut in der Vergangenheit. Das eine Auge lacht, das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem... Okay. Ich wollte gerade schon sagen, das ist irgendwie so ruhig. Ich meine, ich mag das so, das hat so ein bisschen Kendrick Lamar und Drake-Vibe, so ein bisschen dieses Erzählen auf Piano, finde ich nice. Finde ich fett, muss ich echt sagen. Also das ist ein gelungener Einstieg hier gerade. Sowohl der Anfang von Bojan, als auch dann der Drop, wo Samra reinkommt, dass sie auch den Reim übernehmen. Ich frage mich die ganze Zeit, nicht einfach mal das Reim, dass er da bei Samra sein. Das kommt schon fett, Digga. Dankbarkeit, jedes Album Handarbeit, es lief nicht allzu gut in der Vergangenheit. Das eine Auge lacht, das andere weint, deshalb ist es langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem... Auch wie er die Kippe wegschmeißt. Okay, jetzt lass ich den Drop laufen. Es ist langsam Zeit. Das Bojan bei Samra sein, Blätter mit dem Urus über den Kudamm wie bei Formel 1. Ich darf Helden 45, ich geb auf, wo Wurzeln scheiß. Hautfarbe, Mokka, Braun, meine Seele baut allein. Laufe durch den Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95... Keiner passt in meine Jordan rein, Hautfarbe, Mokka. Diagnose Borderline. Da brauche meine Seele Borderline. Laufe durch den Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95. Das ist fett, Alter. Das ist schon fett. Das ist der Samra, den ich feiere, sag ich dir ganz ehrlich. Ich finde, ich mag diese Energie, Digga. Auch wenn er da schon wieder gefühlt hat, immer irgendwelche. Er muss halt immer irgendwelche Marken von Autos oder von Klamotten oder so erzählen. Das braucht er einfach. Das stört mich auch immer so ein bisschen halt, aber es ist halt so bei ihm. Trotzdem, die Rap-Attitude kannst du ihm überhaupt nicht abschwätzen, Digga. Das ist halt nice, Mann. Das hat Power. Mokka braun, meine Seele baut allein. Laufe durch den Regen, keiner passt in meine Jordan rein. 95 BPM von NRW bis BLN. Samra ist für meine Unterschrift noch ein Mercedes brennt. Ich seh die. Ja, okay, das ist eine Anlehnung an diese G-Klasse, die er damals abgefackelt hat, ne? Das würde mich echt auch mal interessieren, was das gekostet hat, Digga. Ich meine, da kannst du vielleicht als Ausgaben machen, aber das ist ja trotzdem krass, Alter. Eine G-Klasse erstmal anzünden, aber du kannst ja nicht einfach anzünden. Du musst erst auch mal eine Feuerwehr mieten, Alter, die da steht, falls das Ding komplett in die Luft geht, Alter. Du zahlst erstmal die ganze Feuerwehr. Das würde mich mal interessieren, was das gekostet hat. Hat bestimmt ein paar Mücken gekostet, wie ein Chamäleon. BLN, Samra ist für meine Unterschrift noch ein Mercedes brennt. Ich seh die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Und ich seh die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Nice gerappt. Für meine Unterschrift noch ein Mercedes brennt. Ich seh die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Wie VVS-Steine rund um die Uhr wie eine Rolex-Lünette. Schon früher machte ich Drogengeschäfte. Rund um die Uhr wie eine Rolex-Lünette. Hat Kohle mal gerappt. VVS, was sind VVS nochmal? Sorry, ich bin in diesem Schmuckding nicht so drin. Ja, die rund um die Uhr Zeile ist jetzt echt, also das ist jetzt nichts mega Neues so. Was sind Diamanten? Rund um die Uhr wie die VVS-Steine. Sind die reinsten Diamanten, okay. Die blauen Lichter blenden in der Heckscheibe. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Ich finde aber, das ist trotzdem mit die schönste Zeile bis jetzt im ganzen Song, weil ich mag den Flow von ihm halt.
Blaulichter blendet in der Heckscheibe. Kickdown in der 30er Zone, ich steile die Kohle. Kickdown in der 30er Zone, Digga. Kickdown durch die Rettungsgasse. Und zwar rund um die Uhr wie VVS-Steine. Kickdown in der 30er Zone, ich steile die Kohle. Egal wie viele Einsen ich hole, ich scheiß auf die Krone und scheiß auf die goldenen Platten. Ich bin. Er scheißt auf alles. Farid Bang fickt alles und jeden und Sabra scheißt einfach auf alles. Kickdown der 30er Zone, muss ich gerade an JP Performance denken. Und scheiß auf die goldenen Platten, ich bin nie wieder alleine, denn mich verfolgen die Schatten. Mein Konto am Platzen, denn heute sind wir Modus Mio Favorites, Dangerous, meine nächste Platte klingt wie Greatest Hits, smoke mal Modus Mio Favorites, okay, ich weiß nicht, ob das, ich verstehe schon, was sie meinen, so marketingtechnisch gesehen, geldtechnisch gesehen, natürlich mega nice. Aber das ist jetzt nicht so eine Zeile, die unbedingt für ihr Rapper-Dasein spricht, oder? Ist aber trotzdem, er rappt geil. Also ich finde fast, dass Bojan hier geiler rappt als Samra. Obwohl Samra echt geil rappt. Ich finde es sowieso geil. Das hat auch so ein bisschen sowas Back to the Roots-Style, dass sie sich diese Parts so teilen. Das ist immer so ein bisschen so Redman, Method Man-Flavor, wenn das manche machen. So. Ich finde es auch gut, also das gefällt mir. Denn heute sind wir Modus Mio Favorites, Dangerous, meine nächste Platte klingt wie Greatest Hits. Modus Mio Favorites, Dangerous, meine nächste Platte klingt nach Greatest Hits. Nice Reime, nice gerappt. Und mein Buch auf Flavor Mix, während ich bei Major sitz. Samra holt mich aus dem Block wie Rough Riders Jada Kiss. Die holt mich aus dem Block wie Rough Riders Jada Kiss. Scheiße, Alter, jetzt bin ich hier mit den Deep Locks, The Locks, Alter, könnte ich jetzt mal ein bisschen Knowledge droppen. Gehören tatsächlich eigentlich zu meinen Lieblingsrappern, so. Die Chic Looch, Styles P und Jada Kiss. Gerade Chic Looch, aber es geht gerade um Jada Kiss und aus dem Block, man könnte jetzt meinen, Deep Lock, die nennen sich ja Deep Lock, ist ja scheißegal, vielleicht haben die Rough Riders, haben die halt aus dem Block geholt, ja. Vielleicht muss man auch gar nicht so viel Wert auf die Zeile geben. Ist noch für mich irgendwie ein bisschen schwer, Digga, wenn ich hier mal eine Zeile um die Ohren geschmissen bekomme, wo ich Knowledge droppen könnte und dann schaffe ich es nicht, das ist irgendwie, das ist schwer zu verarbeiten, Digga. Adrenalin durch die Straßen Berlin. Mit 150k in den Jeans. Meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wach ich auf im Paradies. Auf Adrenalin durch die Straßen Berlins. Mit 150k in den Jeans. Meine Narben sind tief, deshalb schlafe ich nie. Eines Tages wach ich auf im Paradies. Heute Hook, nice, aber nothing new irgendwie so. Also ist irgendwie, ist halt so eine typische Hook, oder? Bin ich Label-Boss, beiß in den Macintosh. Früher wollte ich... Beiß in den Macintosh, Dicker. Yep, yep, der King is back. Komm in dein Studio und klapp dein Laptop nach hinten weg. Heute bin ich Label-Boss, beiß in den Macintosh. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute Megan Fox. Immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Die würde ich beide mitnehmen. Immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Es ist halt, aber es ist geil gerappt, aber es ist halt eine mega sinnlose Zeile, Dicker. Früher wollte ich Kylie Jenner ficken, heute... Megan Fox. Immer Skandale, aber Samra wurde nie gehatet. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie Nie gehatet, will jeder ficken, so wie Shirin David. Wo kam die Zeile nochmal vor? Wo greift er die auf? Samra wurde, aber er wurde ja gehatet, ne? Flair. Auf einmal will mich jeder ficken, so wie Deutschraps Conor McGregor, All Black MS Sweater, jetzt Rap. Deutschraps Conor McGregor hat man eigentlich auch schon oft gehört, diese Vergleiche mit Conor McGregor. Und ich finde, Conor McGregor ist im Moment eigentlich in nicht so der Verfassung, wo man sich mit dem groß vergleichen kann. Weil er einfach viel zu viele Kämpfe verliert und irgendwie viel mehr Show um seinen als Taten sprechen lässt, wenn ihr mich fragt. So, ihr wisst, was ich meine. Von All Black MS Sweater, jetzt Rapper, damals noch Tactic. Dreckswetter, Gold wert, Nordstadt, Yorkstraße, Kreuzberg. Push, 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 bis Bojan Rolls Royce fährt. Drück, drück aufs Gas, Yellow Roadrunner. Walla, diese Motherfucker müssen auf das Smoke Cover. Ra, gib mir die. Müssen auf das Smoke Cover. Also, ich hab jetzt wieder nichts zu Bojan gesagt, aber ich finde, der kommt da nice. Der kommt sehr nice auf den Beat. So. Ich finde, obwohl ich eher so dieses dynamische und energische von Samra mag, so ist eher so mein Style, finde ich, auf den Beat. Finde ich irgendwie kommt Bojan gerade geil. Also man muss auch nicht immer vergleichen, aber ich finde, dass der Rap da irgendwie safer, irgendwie runder. Ra, gib mir die Kugel so wie Kurt Cobain, aber bitte nicht Purple Rain, Alter. Noch ein paar Jahre Purple Rain. Digga, es gibt wirklich so Reime, ne, das sage ich, ihr kriegt das ja öfter in meinen Reactions mit, ne. Es gibt wirklich so Reime, Digga, die kickst du nicht mehr. Die darfst du nicht mehr kicken, Digga. Die sind ausgelutschter als mein Pferdeschwanz. Kurt Cobain auf Purple Rain, Digga. Das ist wirklich, das darfst du nicht mehr kicken, Digga.
Das ist wie Missgeburt auf Witzfigur, Digga. Das darfst du einfach nicht mehr kicken. Das sollte auch wirklich verboten werden. Das darfst du nicht mehr kicken. Das darf man nicht mehr kicken, so Reime, Alter. Die sind so ausgelutscht, Alter. Das ist wirklich so hart ausgelutscht. Und ich lege mich, jeder Rapper würde, also nicht jeder, ich will jetzt ja auch nicht so krass darauf eingehen, aber das, Digga, das darfst du nicht mehr kicken. Ich bin mir 100% sicher, viele Rapper fühlen das, was ich gerade sage. Es gibt Reime, die darfst du nicht mehr kicken, Digga. Und dann auch noch so eine, guck mal, wenn man Vergleiche mit Kurt Cobain kickt, jetzt fange ich wieder ein bisschen an, ich glaube, weißt du, würde Samra nicht so geil rappen und würde ich nicht so viel von ihm halten, würde das mich gar nicht stören, weil ich dann nicht immer denken würde, er könnte viel geiler sein. Weißt du, dann würde es mir einfach am Arsch vorbeigehen, sag ich mal so, ne? Aber bei Samra, ich finde, der kann halt so geil rappen eigentlich, aber das, was, Digga, guck mal, du kannst jetzt, wenn du jetzt zu einem 12-, 13-Jährigen gehst, der noch nie gerappt hat, der weiß ich nicht, ZDF-Fernsehgarten guckt mit seinem Vater jeden Samstag und dabei in Birkenstocks grünen Tee trinkt, Alter, und, ne? Und du sagst zu dem, ich will, dass du mir eine Rapline schreibst mit Kurt Cobain. Dann ist, und du gibst ihm 3 Versuche und eine von den 3 Versuchen ist 100 pro, ich geb mir die Kugel. Das ist somit das Naheliegendste, was du kicken kannst. Das ist wirklich somit das Naheliegendste, was du kicken kannst in Bezug auf Kurt Cobain, wenn du eine Kurt Cobain-Line kickst. Ich geb mir die Kugel wie Kurt Cobain. Und dann auch noch Purple Rain da drauf reimen. Alter, Digga, versteh mich nicht falsch. Samra. Ich würde das so feiern, ich wünschte mir einfach mal, dass er so seinen Anspruch an sich selber, an die Texte ein bisschen hebt. Dann wäre das so viel krasser. Fühlt das hier einer? Was ist das doch so naheliegend zu sagen, ich gebe mir die Kugel wie Kurt Cobain, Digga. Aber okay, es stört halt nicht die Leute. Die Message geht halt immer mehr flöten, Digga. Wie Grundschulkinder. Es ist so. Aber vorher noch ein paar Jahre Purple Rain. Auch wenn du mir die Schafe an die Brust hältst und der erste Schuss fällt, zahle ich kein Schutzgeld. Geil gerappt, das finde ich geil gerappt. Er kommt auch immer so, diese Einstiege von ihm sind nice. Die Kugel so wie Kurt Cobain. Aber vorher noch ein paar Jahre Purple Rain. Auch wenn du mir die Schafe an die Brust hältst und der erste Schuss fällt, zahle ich kein Schutzgeld. Ja, dann zahlst du, also wenn ich dir eine Knarre an die Brust halte und abdrücke, dann zahlst du, glaube ich, echt kein Schutzgeld mehr, Alter. Um mich rum sind alles Brüder, keine Clan-Member. Denn ich bin der gleiche, auch wenn ich meinen Namen ändere. Geil, ja, geil. Um mich rum sind alles Brüder, keine Clan-Member. Denn ich bin der gleiche, auch wenn ich meinen Namen ändere. Vor Adrenalin durch die Straßen Berlins. Mit 150k in den Jeans, meine Narben. Also für Samra wirklich Erfolg sei ihm wirklich gegönnt. So. Er hat mich auch oft abgeholt, aber ich glaube. Also für mich ist einfach, er bedient halt eine Richtung. Samra ist halt so dieser Rapper, bei dem halt alles gefühlt, und ich meine es überhaupt nicht böse, aber alles irgendwie gleich klingt. Das ist alles gleich halt so. Auch das ist so dieses typische Hook, auch wenn er sich jetzt teilt mit Bojan. Ist halt so dieses typische Hook. Fade die Tiefen aus dem Equalizer aus oder nimm ein paar Drums raus, lass das Ding so ein bisschen wie unter Wasser klingen, den Beat, mach eine ruhige Spur drauf, die Hook einmal, dann fade es wieder rein, hau die Drums drauf und wiederhol das Ganze nochmal. Ich glaube, 98% seiner Songs sind genau so, oder? Eines Tages wach ich auf dem Paradies. Forever in the hood, living legends, living landscapes, representing. We really live what you rap out, Fat Joe. Joey, crack! Okay. Gib die Kohle her. Dammt nochmal. Also, es gibt kein Dislike, gibt aber auch kein Like. Mir hat das gefallen. Vom Rap, von der Rap-Attitude auf jeden Fall. Aber das ist einfach. Da ist. Also, Zeilen sind hängen geblieben. Die, ich bleib da gleich auch, wenn ich meinen Namen ändere. Der Einstieg von. Para geht, para bleibt, die ganze Zeit, Dankbarkeit, der Einstieg von Bojan fand ich nice. Eigentlich ist Bojan mir hier deutlich positiver in Erinnerung geblieben. Samra ist halt gut, aber ich erwarte so als Samra-Hörer irgendwann mal, dass er halt besser wird oder irgendwas, oder dass er anders wird zumindest. Aber wenn er muss es ja nicht tun, aber dann irgendwann verliert man halt so, man klickt es halt nicht mehr an, weil man sich so denkt, es ist immer das Gleiche gefühlt halt so. Es ist immer das Gleiche halt so.